Der hat gesagt, don't touch me. Callum? Another accident. This place. Ja, Unfall am Arsch. Bla 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 bla. Very soon I will know if this has all been for nothing. Ihr könnt es lesen, mir ist gerade zu viel. Sorry. Park 5. Wir haben den Teddy gefunden. Mr. Bear. Mommy is coming, Callum. Please, Callum, tell me where you are. This way, Mommy. Oh Gott, das Riesenrad. Oh Gott, das ist der Park aus dem... aus The Secret World. Ich kenne das Teil und da war ein Bosskampf und ich wir drehen uns nicht um. Es gibt ein paar Dinge, die ich gelernt habe bei Horror, Spielen, Filmen, vor allem bei Filmen. Der Schwarze stirbt zuerst oder der Football Quarterback. Ja. Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit dem Ding gemacht. Es ist nicht ganz das gleiche. Das Ding war zwar auch da, aber es sah alles insgesamt ein bisschen anders aus. Those poor kids. Everything's... nee. Eviewness Report Atlantic Island Park Incident. Officer, witness name, bla bla bla. We were waiting for our turn on the right. Frank, me and the boys. Und so weiter. Das ist wieder Unmengen von... Come out, sweetie. Lesbarem. Darum geht es übrigens im Spiel. Wir folgen der Stimme von unserem Sohn. Come back, Callum. Oh, noch eine Page. Ist das eigentlich wichtig, dass wir die finden? Stable be rights after all. Ich meine... bei Slenderman hat das kein gutes Ende genommen. Ich weiß nicht, ob wir verfolgt werden. Bis jetzt scheint es ja nichts mehr zu sein. Ich gehe da mal rein. Ach ja. Increase Speed! Mehr Speed! Noch mehr Speed! Das ist noch schneller? Nope. Dann halten wir das Teil nochmal an. Ich versuche natürlich gekonnt vorzutäuschen, dass ich gar keine Angst habe vor dem, was vielleicht kommt. Warte mal. Wenn wir jetzt mit dem Ding fahren, wer macht das an? I can't get on while it's moving. 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 Das bewegt sich doch fast gar nicht mehr, mein Gott. Da. So, mal sehen, wie das Ding jetzt anmacht. Ich habe hier so eine Befürchtung. Niemand. Oh Gott! Habt ihr den gesehen? Der war da drinne! Wow! Scheiße! Hallo, du Schöner! Oh! Scheiße!
Oh, Mann, das ist... Oh Gott. Oh Gott. Ist da jemand drinne? Da ist jemand drinne im Häuschen. Und es ist nicht Chat. Wait for Mommy. Where are you? Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Ich glaube, wir haben das House of Horror übersprungen. Das ist doof. Konnte man da reingehen? Ich habe gedacht, irgendwie storymäßig gar nicht. Ah, Colonel Page. Von Laura Hammond. Wie gesagt, wenn ihr Englisch könnt, drückt auf Pause. Wow! Ah! Arschloch, erschreck mich nicht so! Nicht da. Callum! Bitte nicht da. Komm zu Mami, Callum! Die Stimme kommt von da. Stop! Callum! Mother Duck said quack, 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 quack. Oder von da? Ich weiß, es ist blöd, aber. Sind das Hoden? Das ist ein Pedo. Mommy needs to see you, Callum. Ist er doch da? Come out, sweetie. Where did you go? Boah, ich bin so auf Spannung, ne? Ich glaube, die verarscht mich. Ich kann nur das House of Horror. Ich hab eigentlich... Hört auf mit den komischen Geräuschen. Das irritiert mich. Ich hab Angst. Oh, Junge. Na gut. Ich guck mal, ob wir noch nachträglich nochmal reingehen. Ansonsten starte ich das Spiel eben nochmal neu. Und dann, ich werde es vielleicht reinschneiden. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Oh, es speichert. Constant crashes in 80s music. Guess it floats someone's boat. Ja. Permanente Crashs und 80er Musik. Das klingt nach Spaß. So, wie war das nochmal? Meine Ausbildung als Elektrotechniker an der Harvard University. What the fuck? Revelations. Oh, guck mal, wir schieben uns gerade Panik. Der beste Zeitpunkt, um mal hier mit den Dingern zu fahren, nicht wahr? Boah, Mann, ich fühle mich so unwohl. Das gibt's nicht. Darf ich mit den Dingern nicht fahren? So wie mit jedem Fahrgeschäft? Ist irgendwo ein Eingang? Oh Gott. Okay, es sieht jetzt nicht so aus, als ob man damit mal fahren könnte, ne? Aber wir haben gesehen, Strom ist da, also theoretisch dürfte das doch funktionieren.
Warum ist da Licht an? Warum ist der der Einzige mit Licht? Warum? Könnte eine Falle sein. Ah, guck mal. Ein Unfallbericht. The Shakes. Employee's name's Francis Dufresne. Witness, bla bla bla, irgendwas gestorben, bla bla bla, Kinder betroffen, bla bla bla. Hatten sich... Nein. Was? Nein! Ich kann nicht... Da! Ah! Puh! Ich war angeschnallt. Tja, so viel zum Thema Unfall. Warum ist dieser Weg da hinten so hervorgehoben? Don't be afraid. Ich dachte, unser Junge wäre ein bisschen älter. Where are you, Callum? Ich komme ja schon. Hör auf zu schreien. Mein Sohn war erwachsen. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she... just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Also anscheinend... hatte sie eine schlechte Zeit. Ich habe es nicht ganz verstanden. Irgendwie Elektroschocks hat sie bekommen oder so. Und sie wollte sterben, aber dann doch nicht. Ja, haben wir keine Untertitel? Ganz ehrlich, das ist gerade ein bisschen, ne? Nope. Okay, dann continue. Where did you go? Ich weiß, dass es keine gute Idee ist, aber es ist ein Riesenrad und ich finde Riesenräder eigentlich cool. Es ist ein bisschen älter und... wie immer macht das unheimliche Geräusch die ganze Zeit. So they are going to close this place down. Doesn't surprise me. Das letzte Mal wurde das Ding überprüft in den 80ern. Okay. Muss sicher sein. Es ist. Läuft immerhin seit 35 Jahren. Also. Was soll schon passieren? Hört mit den unheimlichen Geräuschen auf. Der nächste kleine Horrortrip. Der Horror-Trip. Horror-Trip. Mensch. Aber das ist klasse. Die sucht nach ihrem Sohn, der verloren gegangen ist und fährt einfach ein bisschen mit dem Vergnügungs... mit den Geschäften hier, ne? Irgendwas Schlimmes passiert doch jetzt. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. Felt like love. Felt like a fairy tale.
I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. So nebenbei, wo ist eigentlich die Tür? Sieht auf jeden Fall sehr sicher aus. Okay, ich hab wieder nicht alles verstanden, aber... Nein, ich hab nicht alles verstanden. Irgendwie, Mama ist weggelaufen oder Papa ist hier. Oder Papa hat hier... Hat er Selbstmord begangen? Ich weiß es nicht. Du! Hast mich diesmal nicht erschrocken. Was glaubt ihr, wie schnell kann so ein Teil werden? Klingt auf jeden Fall sehr gut. Schaukelt das Teil? Ich glaube, wir schaukeln. Okay, reicht. Wieso durften wir neben diesem, mit dieser Geschwindigkeit fahren? Boah, Alter, dieses Geräusch. Ja, vielleicht krass ja gleich zusammen. Das könnte lustig sein. Boah, das wird aber ein Krach. Was hier? Das ist eins dieser Dinger, die abgefallen sind, weil das Teil zu schnell gefahren ist. Ich meine, es ist einfach unglaublich, dass sie sowas unbeaufsichtigt stehen lassen, nicht wahr? Boah. Ich gehe da rein, ich komme nie wieder raus. Ich verstecke mich hier, ich bleibe hier drinnen. Zum Glück ist das Ding gar nicht nervig. Ich möchte gerne ins Horrorhaus. Ich sag schon wieder Horror. Ins Horrorhaus will ich gehen. Stop hiding, Callum. Was? Er ist moving? Callum! A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandon him. Long story short, sie ist gnadenlos überfordert mit dem Kind und hasst es, Mutter zu sein. Und ich habe... Eben habe ich doch gedacht, sie wäre vielleicht in einer psychischen Anstalt, wegen diesem Blitzen auf dem Tisch. Aber irgendwie glaube ich gerade, sie ist in einer psychischen Anstalt, weil sie ihr Kind vielleicht misshandelt hat. Ja. Wir fahren mit jedem sicher aussehenden Fahrgeschäft. Ich höre Metallklimpern. Qualitätsmerkmal. Wenn es metallisch klingt, ist es original. Natürlich nur ein Wagen. Ups, nee, ups and down.